Also die erste schlimmste Währungsreform oder man kann auch sagen Währungsschnitt ist bereits der Frühsommer 1945 gewesen, weil die sowjetische Militäradministration mit dem 1. Juli 1945 alle Sparguthaben, alle Versicherungsguthaben, Guthaben aus Hypotheken und anderem, was Leute an Geldanlagen haben, total gesperrt und eingefroren hat. Man hatte nur noch das Besatzungsgeld, was man für die Tätigkeit im jeweiligen Monat oder in der Woche erhielt. Diese Guthaben sind auch 1948 bei der richtigen Währungsreform nicht nachträglich aufgewertet worden. Die DDR-Bürger haben nur das wieder umtauschen können, was sie zwischen 1945 und 1948 wieder erarbeitet hatten, während die Westdeutschen ja wenigstens die Altguthaben 1:10 abgewertet, umgewertet bekamen. Das war auch ein wesentlicher Punkt, wo sie einsteigen konnten, um was zu bauen und dergleichen. Das heißt also, wir haben es in der Sowjetzone und späteren DDR mit zwei Währungsreformen zu tun gehabt. Also dieser ersten totalen, dem Verfall, und dann 1948 mit diesem Umtausch. Und dieser radikale Währungsschnitt ist etwas gewesen, wovon sich die breite Masse eigentlich auch nie erholen konnte. Der neuen Ostmark, die Bevölkerung stand ihr nicht nur skeptisch gegenüber, sondern sie hat von vornherein also gesagt, das ist wieder Besatzungsgeld. Denn es war nichts wert. Und da es ja keinen Austausch zwischen den Besatzungszonen gab, stellte sich sehr schnell, insbesondere in Berlin heraus, dass die Ostmark im Kurs abfiel. 1:2, 1:3, 1:5, vor dem 17. Juni war es um 1:10, die für eine Westmark gezahlt werden musste. Und das drückte natürlich das Bewusstsein über den Wert des eigenen Geldes ganz gewaltig und war eigentlich typisch für die Grundstimmung, ja, wir haben den kürzeren Zipfel der Wurst erwischt.